Einblicke in den Alltag der Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz. Der Dick- und Enddarmkrebs zählt mit jährlich etwa 64.000 Neuerkrankungen und rund 26.000 Todesfällen in Deutschland zu den häufigsten bösartigen Tumoren. Das Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus hat sich auf die Diagnostik und Therapie des sogenannten kolorektalen Karzinoms spezialisiert. Neben den tumorbedingten Notfalleingriffen wie beispielsweise bei Stenose, also einem Darmverschluss oder Blutung, operieren wir Darmkrebs in der Regel geplant, also elektiv. Und das, wenn immer möglich, minimalinvasiv. Die Patienten werden in der interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt und der genaue Behandlungsplan festgelegt. Im Anschluss werden die Patienten uns vorgestellt, wo wir dann die Operationsstrategie festlegen. Entscheidend ist, ob es sich um einen Dickdarm- oder einen Enddarmkrebs handelt. Gerade beim Enddarmkrebs ist entscheidend die Höhenangabe vom Schließmuskel, um möglichst schließmuskelerhaltend zu operieren. Und eventuell ist hier noch eine Vorbehandlung mittels Radio- oder Radiochemotherapie notwendig. Die enge Lagebeziehung der Enddarmtumore zu den Beckengefäßen, zu den Harnwegen, aber auch zu den inneren Genitalen macht eine Planung ganz besonders wichtig. Hier müssen wir eventuell gerade bei fortgeschrittenen Tumoren andere Fachdisziplinen dazu holen, wie zum Beispiel die Gynäkologie oder die Urologie. Beide Abteilungen sind in unserem Krankenhaus verfügbar. Hiervon profitieren unsere Patienten. Bevor es in den OP geht, wird in der Sprechstundenambulanz mit dem Patienten die genaue OP-Strategie besprochen. Die Befunde vorhergehender Untersuchungen werden hier gebündelt und erfasst. In unserer Sprechstundenambulanz lernt der Patient den Operateur zum ersten Mal kennen. Hier überprüfen wir, ob alle Befunde vollständig sind. Dazu gehört die Endoskopie, die CT-Untersuchung, die MRT-Untersuchung. Gegebenenfalls werden die Untersuchungen ergänzt durch einen erneuten Ultraschall des Bauchraums seitens des Operateurs oder eine Enddarmspiegelung auf unserem Proktologiestuhl. Sollten weitere Untersuchungen notwendig werden, werden auch die Kliniken der Gynäkologie oder der Urologie informiert. Der Patient wird nachfolgend von hier aus den Kollegen der Klinik für Anästhesie vorgestellt, die die Narkosefähigkeit überprüfen und die Narkose planen. Wir besprechen mit dem Patienten und seinen Angehörigen ausführlich die Operation, die einzelnen Operationsschritte, die Risiken, die auftreten können, und auch den postoperativen Verlauf, der sich nach einer Operation üblicherweise anschließt, sodass der Patient möglichst breit aufgeklärt in die Operation und in die Behandlung in unserer Klinik einsteigen kann. Hochkonzentriert operiert das Expertenteam den Patienten mit einem Tumor im oberen Enddarmbereich. Zu Beginn der OP ist noch nicht hundertprozentig klar, ob es sich um eine bösartige Geschwulst handelt. Die Vorbereitung auf eine solche OP erfolgt nach einem präzisen Schema. Nach der Narkoseeinleitung erfolgt die Vorbereitung nach einem festgelegten Protokoll, was die Lagerung anbelangt, aber auch was die Gerätschaften und Instrumente anbelangt. Da haben wir Standard Operating Procedures genau festgelegt, welches Instrument wohin gelegt wird und wie der Patient dann positioniert wird. Im Rahmen der Operation vorher und nachher erfolgen auch Sicherheitschecklisten, Abfragen, die Patientensicherheit erhöhen. Wir werden direkt vor Hautschnitt nochmal die einzelnen Punkte abfragen, ähnlich wie der Pilot vor dem Start im Flugzeug die Checkliste durchführt. Nach der OP ist eine engmaschige Betreuung und Versorgung durch Ärzte und Pflegepersonal gesichert. Durch verschiedene Maßnahmen soll die Heilung beschleunigt und die Mobilität erhalten bleiben. Postoperativ ist es wichtig, den Patienten möglichst rasch mit Hilfe unserer Physiotherapie zu mobilisieren. Der Patient bekommt eine standardisierte wie auch patientenadaptierte Schmerztherapie und einen individuell an der Darmtätigkeit ausgerichteten Kostaufbau. Jeder Patient erhält während des stationären Aufenthaltes eine Ernährungsberatung und auf Wunsch auch eine psychoonkologische Betreuung und Unterstützung. Nach Erhalt des feingeweblichen Untersuchungsergebnisses wird jeder Fall individuell in unserer interdisziplinären Tumorkonferenz vorgestellt und das Ergebnis hiernach ausführlich mit dem Patienten besprochen.
Der Patient erhält einen Darmzentrumsordner inklusive Nachsorgepass. Dieser enthält alle relevanten Befunde, wie auch therapeutische Maßnahmen. Darüber hinaus findet man dort wichtige Ansprechpartner und Kontaktinformationen, aber auch am Ende des stationären Aufenthaltes den Entlassbrief, der häufig weitere wichtige Informationen enthält. Das Hermann-Josef-Krankenhaus ist Mitglied im Kompetenznetzwerk des Westdeutschen Darmzentrums WDC und damit besonders zertifiziert. Neben einer modernen, leitliniengerechten Therapie legen wir großen Wert auf die patientenindividuelle Situation, aber auch auf eine hohe menschliche Kompetenz im gesamten Team. Die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit sind für uns essentiell. Wir haben verschiedene Instrumente, um die zu kontrollieren. Neben hausinternen Fallbesprechungen und Konferenzen haben wir als Mitglied des Westdeutschen Darmzentrums die Möglichkeit, regelmäßig unsere eigenen Ergebnisse zu kontrollieren, auch im Vergleich mit anderen Krankenhäusern, die angeschlossen sind, und bewerten die im Halbjahresrhythmus. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, durch externe Überwachungen im Rahmen der Rezertifizierung unsere Ergebnisse zu kontrollieren, mit dem Ziel, regelmäßig die Behandlungsqualität zu optimieren. Nachdem Sie jetzt in den letzten beiden Beiträgen das Darmzentrum kennenlernen durften, freue ich mich darauf, Ihnen in unserem nächsten Beitrag einmal einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Und zwar stellen wir Ihnen unsere Küche vor. Die Küche versorgt neben den Patienten auch die Mitarbeiter und das Hospiz.